Seit über 25 Jahren steht das Model-Label Anja Gockel für Nachhaltigkeit und Individualität made in Germany. Anlässlich der Fashion Week findet hier im Adlon Kempinski ihre Show statt, S24R. Warum ihre Kollektion Air Looked heißt, erfuhren wir von der Designerin vor der Show. Meine neue Kollektion heißt Air und Luft. Wir können 3 Wochen ohne Essen, 3 Tage ohne Wasser, aber nur 3 Minuten ohne Luft leben. Und Luft ist das bedeutendste Element, weil ohne sie sterben wir. Und wir verpesten sie. Wir tun nichts dafür oder nichts ausreichend dafür, um sie zu schützen, um einen möglichen Kipppunkt zu verhindern. Letzte Saison waren die letzte Generation bei mir auf dem Laufsteg, die ich nicht eingeladen habe. Aber letztendlich habe ich sie willkommen geheißen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der breiten Öffentlichkeit das diskutieren. Wie sie das machen, weiß ich ganz genau, das ist nicht rechtens. Aber vielleicht tun sie es auch nur aus Verzweiflung. Und ich glaube, dass wir in der breiten Gesellschaft einen Konsens finden sollten, wie können wir unserer Umwelt helfen, damit sie sich wieder regenerieren kann. Inwiefern ist das in der Kollektion umgesetzt? Die Kollektion ist sehr luftig, also es geht erstmal um das Thema Air. Es fängt sehr fröhlich auch an, es fängt mit Vögeln, alles was durch die Luft kommt, Geräusche. Wir haben extra eine Musik kreiert für dieses Thema und es wird dann immer dichter. Und ich kann nur sagen, am Ende stürmt und regnet es im Adlon. Oh, ich bin gespannt. Aber man findet sie 2-mal im Jahr so quasi hier immer. Aber man findet sie auch in der Parisstraße 44. Was ist da? Ja, ich liebe Berlin. Wir haben seit einigen Jahren hier die Location in der Pariser Straße 44. Ist eine Event-Location und auch eben ein Laden. Und es ist ja unglaublich wichtig, dass wir als Designer einerseits eine tolle Modenschau machen, wo wir euch alle sehr gerne einladen, aber andererseits natürlich auch wirklich die Kleidung kaufen können. Und das ist in Paris 44 in der Pariser Straße. Wunderbar. Wer sind denn Ihre Gäste heute? Ja, wir haben ganz unterschiedliche Gäste. Also da kann ich von Harald Klöckler mit seiner Entourage und gleichzeitig hat sich Detlef Buck angemeldet. Also insofern ist es ganz unterschiedlich. Aber auch viele Influencer, Blogger, Creator und natürlich Presse ist alles da, von dpa über Reuters, ZDF und name it. Und TV Berlin, genau. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Detlef Buck, wenn er hier ist, er ist ja Regisseur, wird er auch vielleicht eine Kollektion in seinen Filmen verwenden? Detlef Buck habe ich erst gerade vor kurzem kennengelernt und wir sind ganz kurz ins Gespräch gekommen und die hat mir einfach gesagt, hey, ich komme. Und das war es bisher, also insofern, nein, da ist noch nichts geplant. Na dann frage ich ihn doch mal direkt selber. Keine Ahnung von Fashion. Naja, das ist ja ein Kostüm halt, ne? Ja. Kostümabteilung, muss man ja auch immer mitreden. Ich habe gerade mit Frau Gockel gesprochen, sie freut sich auf ihren Besuch. Und ich habe gesagt, vielleicht erscheinen ja ihre Kostüme mal in einer ihrer Filme. Ja, ich meine, letztendlich muss ich erst mal sehen, was das gibt. Und dann, ich finde ja den Auftrieb manchmal, wie sich alle die Besucher entkleiden, ja genauso spannend. Also das ist ja auch immer eine Show für sich. Und wie lange hast du für dein Outfit heute gebraucht? Für den nicht. Wunderbaren Hut. Den habe ich aufgesetzt. Ist sehr stylisch. Eine Minute, nicht mal. Ja? Ja, dann viel Spaß. Ja, du schaust gut aus mit Hut. Und er schaut gut aus, weil er so verliebt ist. Bei der Fashion Week zu sein, ist mir eigentlich erstmal gar nicht so wichtig, bin ich ehrlich. Aber es ist mir sehr wichtig, bei Anja zu sein, weil ich Anja sehr mag. Und eigentlich bin ich eher so, dass ich sage, nein, ich komme nicht. Und bei ihr habe ich dann aber gesagt, ja Schatz, ich gucke, ich hatte erst einen anderen Termin, ich mache das klar und ich freue mich immer wieder zu ihr zu kommen, weil sie einfach ein toller Mensch ist, sie mich auch sehr oft eingeladen hat und sie eben, ja sie ist nicht, wie das oft so ist, nicht studenbissig, nicht zickig und das ist eine sehr schöne Beziehung unter Kollegen, die ja sonst nicht immer selbstverständlich ist. Das ist ja auch im Journalismus vielleicht so einfach und bei Schauspielerinnen ja auch nicht. Was gibt es denn von dir Neuigkeiten?
Auch bei mir gibt es sehr viele Neuigkeiten. Ich habe eine neue Doku, die startet heute Abend, Herr Glöckler sucht das Glück. Und ich bin auch sehr glücklich, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich bin sehr happy, sehr glücklich. Und auch mit der neuen Liebe? Naja, ich habe viele neue Lieben, aber man liebt ja seinen Hund, man liebt seine Freundin, man liebt die Rita, ich liebe die Xenia, aber ich liebe natürlich auch sehr den Marc, weil der Marc ist ein ganz toller Mensch, wir sind uns sehr nahe, Marc ist ein sehr wichtiger Mensch für mich und wir haben immer eine unglaublich tolle Zeit. Wir ziehen uns einfach an, da ist eine Anziehung und dann entstehen eben auch zärtlichere Momente und dann entstehen so Turtelfotos, das passiert natürlich auch, ja. Das sieht man, dass du strahlst es aus. Viel, viel Spaß. Dankeschön, vielen Dank. Und sie strahlt, wie man halt strahlt als Mama. Also mir persönlich ist die Fashion Week, auch wenn ich Neumama bin, immer noch sehr wichtig, weil ich will natürlich wissen, welche Trends gehen, welche Trends kommen. Und auch wenn einem persönlich vielleicht nicht jeder Trend zusagt oder einem nicht alles steht, freut man sich trotzdem, einfach so ein bisschen Inspiration zu bekommen und natürlich auch die schönen Models anzugucken. Das darf man auch nicht vergessen. Sind wir hier bei der Anja Gockel Show. Hast du was von Anja Gockel? Ich habe von Anja Gockel ein ganz tolles Kleid mit Rollkragen und das liebe ich. Und das konnte ich sogar in der Schwangerschaft tragen, weil es Stretch hat.